scheinbar schon seine Karren vorgestellt. Ist das schon da, das Video? Ich habe mir endlich... Ah! Der bodenständige Boss. Ich habe mir endlich mein 212.000 Euro teures Traumauto geholt. Trimax, du dummer, reicher Wichser. Schauen wir noch mal rein, meine Freunde, was sich da Trimax für einen wilden Taycan gezogen hat. Let's go, rein in die Masse. Danke erstmal für den Hörschuss, Bro. Das gibt erstmal eine Anzeige an AMA Studios. Geiler Klamotten. Hallo, Trimax hier. Heute ist es endlich soweit. Hallo, Max. Heute gibt's für mich ein neues Auto. Ihr habt schon ultra viel spekuliert, was es denn sein könnte. Ich sag mal so, wir sind heute bei Porsche. Das ist kein Mercedes geworden. Okay. Ihr habt sicherlich das letzte Video von der Probefahrt gesehen. Es sollte wirklich eigentlich nur eine Probefahrt werden. Tja, dann ist dir aufgefallen, fuck, Digga, ich bin überreicht. Ich kann mir das einfach kaufen. Und eigentlich dauern die Autos auch wahnsinnig lange, bis die hergestellt wurden. Jetzt hat aber Porsche, netterweise, weil du extrem reich und Einfluss hast, das Auto einfach direkt hergestellt. Weil genau das Auto, wie ich es mir gewünscht habe, wie ich selber konfiguriert hätte, war auf einmal da. Na klar. Ein Auto davon. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein, wir schauen uns das mal an. Ich bin sehr kleiner Spontankauf, ne? Und an der Stelle auch nochmal ein dickes, fettes Danke an euch da draußen. Ihr ermöglicht das Ganze natürlich. Danke, das geht natürlich auch raus an mich mit meiner Stammeinlage bei der Hype-App, die komplett weggescampt worden ist. Danke dafür, Max, ich hätte gerne mein Geld zurück. Natürlich, ich bin super aufgeregt, ich freue mich ganz doll und jetzt gehen wir mal rein. So, Max, Glückwunsch zu deinem neuen Taycan Turbo S. Dankeschön. Alter, sogar ein Turbo S, Mashallah, Habi. So. Dankeschön, sehr geil. Schau gerne mal rein. Max, wenn er sich freut. Dankeschön. Dankeschön. Sehr geil, Dankeschön. Der kommt, also der Junge ist komplett außer Freude, der kommt gar nicht mehr klar. Max, für dich habe ich was Besonderes. Ich habe mir was überlegt. Du musst jetzt mal auspacken. Digga, man kriegt Geschenke bei Porsche. Bitte? Schau gerne einmal rein. Einfach ein Geschenk, okay. Ja klar, das gehört dazu. Ich will auch ein Geschenk. Ja, ich wollte gerade sagen, kommt richtig so ein. Ja. Richtig schön. Richtig gut. Die sind cool. Vielen Dank. Gerne. Lumen. Das ist tatsächlich ein Uhrenbeweger für deine Uhr. Ja. Also da kannst du den Uhr reinlegen, das ist Automatikuhr, ne, damit die nicht stehen bleibt. Ach, und der bewegt sie dann, dass sie sich selber aufzieht. Ach so. Ja, klar. Das braucht man. Dass sie sich selber aufzieht, ne? Genau, dass sie sich selber aufzieht. Ne? Da ist dann ein Motor drin, kann man hinten steuern dann. Ach so. Und dann kannst du dich das... Sehr geil. Vielen Dank. Gerne. Chillig, Mann. Ich hätte, Max hätte sich, glaube ich, aber viel mehr über eine automatische Joint-Rollmaschine gefreut. Gerne. Absolut nice. Sieht aus wie eine Cyberpunk-Taschenmuschi. Ja, und wenn du gleich bereit bist, dann gehen wir zum größten Geschenk über. Du würdest sagen, können wir machen. Millionäre brauchen das. So. Ja, sorry, ich bin halt Multimillionär, deshalb kann ich mit der Uhr nichts anfangen. Ja, perfekt. Rück schon mal auf den Schlüssel, dann siehst du schon vorne die Taycan. Ui, guck mal. Elektromobilität-Memo. Die Leute wissen noch nicht, in welcher Farbe. Das wird auch gleich noch cool. Okay. Aber ja. Leute wissen nicht mal, in welcher Farbe. Ja. Welche Farbe könnte das Auto haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es das Auto auf dem Thumbnail. Nein, wir wissen es nicht. Ich bin absolut überrascht, ob das Auto tatsächlich in weiß ist. Bist du bereit, Mann? Ich bin ready. Chat, guess mal die Farbe. Es ist genau das Auto vom Thumbnail! Mods alle wegbannen, die falsch geraten haben. Ich finde den einfach so nice, auch in der weißen Farbe mit den weißen Felgen. Holy shit. Genau, weiße Felgen, Carbon-Keramik. Digga, die Felgen habe ich einem anderen Kollegen auch schon mal gesehen, der dieses Auto fährt. Mashallah. Bro, der Wagen ist wirklich eine 10 von 10. Sehr, sehr geil. Glückwunsch, Mann. Vielen Dank. Sehr gut. Das ist einfach nochmal die. Das wussten wir gar nicht, als wir die Konfiguration abgeholt haben. Einfach nochmal meine Lieblingsfarbe hinten, das Porsche in dem Himmelsblau, Babyblau. Mega geil. Ja, schwarzer Schriftzug. Ja. Carbon überall. Unfassbar. Die Räder lackiert in Exterieurfarbe, genau passend zu diesem Weiß. Na toll. Was sagst du dazu, Celine? Ja, geil. Gefällt mir auch sehr gut. Sicher? Ja, doch. Dann freue mich jetzt, dass wir ihn abgeholt haben. Okay, Celine. Okay. Willst du einmal in dein neues Auto reinschauen? Nein. Er möchte nicht in sein neues Auto reinschauen. Max steigt jetzt in die Bahn und fährt nach Hause. Oh ja. Taycan Turbo S, beleuchtete Einstiegsleisten. Das Porsche-Logo auf dem Boden natürlich.
super cool mit diesen Neodym-Akzenten überall. Der passt sogar da rein in das Auto, mashallah. Auf der Beifahrerseite. Ja, sieht sehr gut aus. Ja. Das sah ja auf den Fotos komplett Gold aus. Ja, nein. Aber das ist für mich eine sehr, sehr schöne Farbe. Nee, das kommt nur in echt so rüber. Ja. Das ist Touch. Das auch? Alles. Das hier aber, das auch, ne. Hat der das Doppeldisplay? Beim Taycan gibt es ein Doppeldisplay nochmal rechts für den Beifahrer. Das ist sehr, sehr geil. Die an der Seite auch Touch, ansonsten per Lenkrad steuerbar. Ja? Ultra Ach, man happy. Steuert die Lenkung mit dem Lenkrad, okay. Ja, was für ein Glück, dass das auch einfach genau so, ja. Dass es das genau so gab, ne? Ja, ist krass. Also ja, was für ein Zufall. Ey, auch voll das Glück, dass du gerade 212.000 Euro übrig hattest, Mann. Ist krass, aber die Konfiguration ist unfassbar gut. Ich liebe halt die Felgen, weil die Felgen machen halt das Auto letztendlich aus. Ne? Mhm. So kommt das nah an diese Studie, die man damals gesehen hat vom Mission E. Ja. Genau in der Außenfarbe mit dem weiß, schwarzes Dach, schwarzer genau. Scheibenrahmen, genau. Carbon außen. Genau. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Genau. Pips. Achso. Oh, das klingt einfach wie ein Raumschiff. Der Wagen hat tatsächlich halt keinen krassen Sound. Also so. Klar, ist ein Elektroauto, ne? Ihr gönnt ihm nicht. Ich gönne Max übertrieben. Tschüss. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Ja? Okay, ja, auch. Ja. Alles klar. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Moin, Noah. Trimax hier. Ich bin gerade bei Porsche und ich grüße dich, ich wünsche dir einen schönen Tag. Komm rein. Wieso hat er das reingeschnitten? Warum ist das Teil des Videos? Dankeschön. Die anderen beiden, das sind Brüder, heißen Marvin und Bennett. Marvin und Bennett, okay, schaffe ich auch. Ja, cool, danke. Okay. Sich da nochmal schnell bodenständig geben und dann mit dem 212.000 Euro Porsche wegfahren. Ah ja, Maximilian, Stemmler, Kurt, Alexander, wie auch immer dein Name ist, Mann. Moin Marvin und Bennett, Trimax hier. Ich bin gerade bei Porsche mein neues Auto abholen. Ich grüße euch und wünsche euch einen richtig schönen, entspannten Tag. Komm rein. Ganz, ganz lieben Dank. Gerne. Und für Sie allzeit gute Fahrt. Dankeschön. Tolles Auto. Dankeschön. Mega. Ja, klar, alles natürlich. Gute, ja? Ja, danke auch. So. Okay. Ich bin gespannt, wann Max das erste Mal Diesel in das Auto reintankt, der Idiot. Sieht das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht. Richtig. Ich muss auch sagen, jetzt wo ich ihn hier nochmal sehe, es ist, ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr gefreut, ein Auto abzuholen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Es ist einfach krass. Ich finde das Auto so schön. Es ist auch wirklich ein geiler Wagen, no joke. Ich gönne ihm auch sehr. Man wird selten abrufen. Es ist einfach ein Tesla auf Steroids, no joke. Ein Tesla auf fucking sexiness Steroids, no joke. So bei der Probefahrt, wo man mal alles rausholt aus den 761 PS, das macht man ja nicht im Alltag. Ja? Dann auch Elektroauto, finde ich wahnsinnig geil vom Look. Dieses Weiße mit den weißen Felgen, aber überall diese schwarzen Akzente. Es ist alles geil. Hier hinten auch das Porsche. Und ja, deutlich besser verarbeitet. Bessere Spaltmaße und so weiter und so fort. Das ist halt Porsche-Quality, ne? Bei meiner Uhr ist es meine Lieblingsfarbe. Es ist auch absolut krass. Von innen, es ist perfekt. Also ich hatte schon wieder so viel Glück, dass das Auto so gab. Weil ich das so konfiguriert, hat das wahnsinnig lange gedauert. Und es war halt auch extrem günstig, das muss man dazu sagen, ne? Bis ich das bekommen hätte, ein Jahr oder keine Ahnung, 8 Monate oder sowas. Und dass es jetzt soweit ist, absolut krass. Ich freue mich jetzt schon sehr aufs Losfahren. Ich würde sagen, steigen wir mal ein. Wir fahren jetzt irgendwo noch mal hin, wo du ein paar Shots machen kannst? Oder wie sieht's aus? Was brauchst du noch alles? Ja. Junge. Das war ein Shot, der hat mir sehr gut gefallen hier gerade. Das unscharfe Porsche-Logo, das fand ich sehr nice. Der Geist war taub geworden. Yo! Die Beschleunigung ist schon insane. Nochmal. Wie er da drin sitzt, es ist da, es ist. Und am Stoppschild angehalten, wie ein Vorbild. Okay. Nein, er ist drüber gerollt über die Linie, das gibt einen Führerscheinentzug. Dann wollen wir geil, mal Max, geil. Starten. Geile Karre, ich freue mich drauf, den am Wochenende zu sehen, Junge. So.
Ja. Oh, er ist so süß, Mann. Digga, man kann ja nicht mad auf Trimax sein. Alter, Trimax ist so ein kleiner Süßi. Guck mal, wie glücklich der ist, Mann. Das ist genauso, wie wenn man ihm eine riesige Flasche Wodka hinstellt und der einfach nur sagt, okay, danke. Und dann ist er froh. Der braucht nicht viel, der Mann. Der braucht nicht viel. Der ist einfach nur süß und ich will den gern knuddeln und noch ein bisschen abstechen. Super schnell. Und ja, es ist einfach geil. Geil, Mann. Ich konnte an nichts anderes mehr denken seit der Probefahrt. Und jetzt ist es einfach genau das Auto, wie ich es haben möchte. Freut mich gerade so sehr. Das Elektro, der Sound, das Interieur, es ist alles die Leistung, Wahnsinn. Ein riesen Vorteil noch, Verbrennungsmotoren muss man immer 1500 Kilometer einfahren. Da muss man immer auf Betriebstemperatur bringen. Das muss man jetzt hier beim Elektroauto zum Glück nicht machen. Das ist super entspannt. Noch ein weiterer Vorteil, was Selina Ultra feiert, dass überall Elektroparkplätze sind und man kostenlos fast überall einen Parkplatz bekommt. Ja, das ist wirklich geil. Weil es noch, sag ich mal, so relativ wenig Elektroautos gibt, ist das auf jeden Fall noch ein großer Vorteil. Mein übernächstes Auto wird auch ein Elektroauto, call it. Mein nächstes leider noch nicht, aber mein übernächstes. Es gibt irgendwann so einen Tag, wo du so denkst. Revi, der braucht nicht viel. Trimax kauft sich ein 212.000 Euro Auto. Ja, der braucht nicht viel, der Junge ist bodenständig. Bringst du jetzt die Luft raus aus dem Auto? Glaube ich nicht. Nee? Ich fahre nicht so oft Auto und die anderen Autos, die ich schon hatte, da habe ich mich nie dran gewöhnt. Weiß ich nicht. Ich kam jetzt noch nicht mal klar auf die Probefahrt vom ersten Mal. Dem Typ machst du vor einem Monat noch den Arsch abgewischt, ja? Und jetzt fährt er ein Porsche. Wahnsinn, wie schnell sich Menschen entwickeln, ne? Vom Taycan. Ich kann es immer noch nicht realisieren, dass es jetzt mein Auto ist für 2 Jahre. Krass. Einfach, da werde ich mich nicht dran gewöhnen. Auf keinen Fall. So, wir haben jetzt noch ein paar Aufnahmen an der Brücke gemacht, wo wir eigentlich fast jedes Auto gefilmt haben, als wir es bekommen haben. Kennt ihr bestimmt auch schon. Ey, ich bin einfach mega happy. Das ist so geil, das jetzt auch zu fahren. Freut mich einfach unfassbar. Vielen Dank, dass ihr das ermöglicht. Hey Max, gerne, ne? Gerne. Ich habe schon so viele Subs für dich gegiftet. Holy shit, Mann. Ich habe locker bei Trimax schon 500 Subs gegiftet. Und bin noch einmal zum Essen eingeladen worden. Also fleißig weitermachen. Schreibt eure Meinung sehr gerne in die Kommentare. Na klar. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn wir wollen in den nächsten Wochen einmal noch einen Porsche kaufen tatsächlich. Deshalb abonnieren. Meine Oma abholen, einmal volle Beschleunigung gegeben. Das hat sie ja noch nie irgendwie erlebt. Die Arme, Alter, die Arme. Das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr witziges Video. Ich fände es witziger, wenn es eine fremde Oma wäre tatsächlich. Also wenn er einfach eine fremde Oma abholt, die ein bisschen verwirrt ist, setzt sie in den Karren und zieht einfach durch. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, tschüss. Geiles Ding. Maximilian Alexander Kurt Stemmler. I like.